Ja, der Kühlschrank leidet wieder und damit sage ich, willkommen zurück. Hat die Feinschmecker-Kochfähigkeit erworben. Aha. Unsere Profiköchin. Naja, fast. Ja, ist ja eine Profiköchin und jetzt ist sie wieder psychisch labil. Ja, ich hab's verstanden. Geh weg. Das macht das Spiel doch, jetzt mal ehrlich, das macht das Spiel doch extra, oder? Was denkt ihr? Unsere arme Frau, Freundin, wird hier vom Spiel voll gemobbt. Aber weil es ja eine neue, weil es sie beim Reparieren auch wieder in einem neuen Level. So, was meint denn hier der alte? Der alte Langschläfer. Beginnt in 24 Minuten. Oh, die Arbeit ruft. Schneller! Levelaufstieg hat Level 3 der Fähigkeit Geschicklichkeit. Wir schauen mal, wenn sie wieder zu Hause ist. Marina hat nun die Chance, seltene Teile zu finden, außerdem kann sie mehr Skulpturen schnitzen. Hallo. Dann bleibt das wohl an mir hängen. Wir gehen erstmal reinstampfen. Stampfen. Jetzt reicht's. Ja, nur mit der Ruhe. Ah nein, bei ihr war das ja. Puanschen. Eier und Toast. Das kriege ich auch noch hin. Oder Rührei mit Speck, das hört sich auch gut an. Dann spiel erstmal ein Spiel. Beruhig dich ein bisschen. Danach kannst du noch, warte, wie war das? Im Foren provozieren, das brauchen wir auch noch. Dann schreibst du an deinem Buch weiter. Und dann ist, bin ich so angespannt, okay.
lecker angebranntes Essen. Levelaufstieg. Level 4 hat das Rezept für Spaghetti und Erdbeerkuchen gelernt. Oh, dann gibt's nächstes Mal Spaghetti oder Erdbeerkuchen. Das hört sich gar nicht schlecht an. Seht ihr mal, ich mach mich langsam, hä? Jawohl, gib Gas, Junge. Oh, das haben wir fast übersehen. Er muss noch urinieren. Kann er was verbessern? Nein. Aber bei ihr bin ich jetzt echt mal gespannt das nächste Mal. Sie wird es heute wohl nicht mehr schaffen. In die Folge. Und könnte eng werden. Was ist das? Ah. Ja, ich möchte gerne hier den Balken noch voll haben, dann kann er abbrechen. Fünf Stunden muss er ja schon wieder arbeiten. Sie kann aber noch Äpfel verkaufen gehen. Ha, Lars hat Level 4 der Videospielfähigkeit erreicht. Ja. Oh, Gribber. Tribna. Frida. Ah, Jorg. Ja, wir müssen ein bisschen provozieren, dadurch steigt halt eben unsere Schelmfunktion wahrscheinlich viel schneller wie erwartet. Und ja, hier kriegen wir die Punkte. Was ist denn jetzt los? Wer ruft denn an? Travis Scott. Hallo, mein. War es nicht letztes Mal jemand anderes? Jetzt hätten wir fast den wichtigen Anruf verpasst. Seht ihr, jetzt geht es mir schon wieder viel besser. Und da können wir direkt ein neues Bild anfangen. Ein Pop-Art-Gemälde. Nein, wir lassen sie die Äpfel verkaufen und die Bilder ab sofort auch, weil dann, damit geht es ihr ja anscheinend viel besser wie uns. Weil sie ja Geld machen will. Wir müssen ja nicht so viel Taschengeld geben. Oh, jetzt sind wir wieder traurig. Was ist denn jetzt wieder los? Ah. Ja, wir brauchen ja erstmal eine Familie, wir haben ja keine. Der Kerl. Komm, geh pinkeln. Das wird ja heute mit dir sowieso nichts mehr. Jerry.
Aha, jetzt sieht die Welt doch schon mit einer leeren Blase, sieht die Welt doch schon gleich viel besser aus. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen malen. Und in 3 Stunden geht es wieder zur Arbeit. Und wir sind soweit eigentlich fit. Das Radio hat es gekostet. Wir werden immer besser. Welche Fähigkeiten? Was haben wir denn eigentlich im... Ich weiß gar nicht, was die Sie. höchste ist. Bouchard. Zeboncaro? Yivka. Sie ist wieder da. Buntbarsch in der Pfanne. Es gibt nur nicht geschlafen. Ist doch topfit. Ja, geht ruhig mal zusammen kochen. Pandole Farmu. Varpasa Dibowis. Wabarani Dass die immer so traurig sein müssen. Miku. Yanifel. Sahibsa. Ugh. Oh. Kene Mubsna. Kanathoi Narbol, Milshaba, Sensibi Kinnikil, Swarspa, Gathara, Febine Lovo Bonnefi, Urebe Dobenfly. Ja, es ist mal wieder nur noch 1 Stunde. Genja, Shabibwa, Farmu Kapim, Kapim. Nosa Galops, Glaffy, Bajog, Kachul, Chubasuf. Funiata, huh? Funiata. Tenebib, Meepew, Quimba, Karenzi, Ma, Biamba, Clarshan, Frenabinota, Kanira, Simbub, Wisp, Wafatub, Fibose, Chul. Enazuki Sugar Blue. Sugar Blue. Das macht ihn eher wieder ausheulen. Ja, geh dich mal ausheulen. Müssen 20 Minuten in 22 Minuten auf die Arbeit. Aber wenn es dir nicht so gut geht, dann kannst du noch eine erfrischende Dusche nehmen danach. Ah ja, es hat tatsächlich in der Folge hier noch geklappt. Ah, er geht wohl freudig auf die Arbeit. Jeder ist traurig.
Sie alle da rumtrotten. Ausheulen. Dann geh dich mal wieder ausheulen. Danach kannst du gerade aufs Klo. So, ah ja, das Gemälde ist noch nicht fertig, oder? Nein. Aber wir wollten noch die Äpfel verkaufen, dann geht's hier besser. Er hat Käfer. Igitt. Dreizehn Stunden, dann geht die Arbeit wieder los. Was machen wir mit ihr dann? Nur dann lassen wir sie mal machen. Ich bin wieder richtig stinkig. Bei mir hängt jetzt auch wieder hier das Kurzgeschichte. Vielleicht sollte ich die Sims mehr selber machen lassen. Ich denke, wenn die erstmal ein Baby machen, was ist dann los? Unser Baum hat tatsächlich einen Käferbefall. Jetzt nicht mehr. Wobei es beim Baum eigentlich, naja, Qualität normal, Apfelbaum. Könnten eigentlich auch mal angeln gehen. Das haben wir noch nie gemacht. Wie lange muss man den Baum hier einsprühen, hä? Ist denn echt, wäre jetzt schon gar kein Rasen mehr da. Hunderte Liter Gift drauf gesprüht. Wer kennt's nicht? Aha. Nein, das war keine gute Idee. Nein. Oh. Oh, unser guter Apfelbaum. Ja, unser Apfelbaum passt jetzt übrigens in den Müll, nur dass ihr es wisst. Verflixt. Früchte. Ich hab's doch gekauft. Besitzt nichts in ihrem Inventar, was gepflanzt werden kann. Öffnen Sie es. Mo, das war's mit unserem guten Apfelbaum. Hast du toll gemacht. Dankeschön. Danke dafür. Oh, wer ist das? Was ist jetzt? Oh, sie hat auch ein schönes Leben anscheinend. Aber warte, jetzt haben wir den Samen. Warum besitzt sie nichts im Inventar? Ah ja, die Logikfähigkeit, da haben wir auch noch versagt. In 11 Stunden. Es geht, wenn du fertig bist. Öffnen. Logikband 2. Hinfort.
Hinfort mit dir. Wir haben schon unseren Apfel. Es hat uns unseren Apfelbaum gekostet. Ich muss mal probieren, ob ich noch irgendwelche Samen habe. Ah ja. Gut, perfekt, das passt. Muss ich dann dran denken. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich meinen Apfelbaum pflanze und mein Bild fertig mache und vielleicht noch Sonstiges erledige. Bis jetzt gibt es nicht so viel Abwechslung und Spannung, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.